Hertha BSC Berlin gibt die 3 Punkte her. Kurz vor Schluss trafen die Hoffenheimer hier zum 1:1 Ausgleich. Und das kurz vor Schluss, also bitter für die Berliner. Aber in der 12. Spielminute fingen die Berliner richtig gut an. Kalou, das Zuspiel von Lecky und dann war der Ball drin. Und es war mal wieder der starke Ivora Salomon Kalou, der hier den Führungstreffer erzielt. Achtes Saisontor für den Ivora mittlerweile schon. Und somit ist er mit Ibisevic einer der gefährlichsten Sturmduos der Liga momentan in der Bundesliga. So, dann die Berliner wieder mit Kalou und dann war es Eswein, der hier etwas verzieht, was den Abschluss angeht. Und somit bleibt es hier weiter beim 1:0. Dann springen wir in die 36. Spielminute. Salomon Kalou ist durch. Und dann sieht er in der Mitte Vedat Ibisevic. Irgendwie hat der Mann das Toreschießen verlernt. Der Kapitän der Berliner mit einer 100%igen Möglichkeit, die er sonst immer macht, hier gegen Hoffenheim. Aber irgendwie nicht. 64. Spielminute. Dann kamen wir zur Abwechslung mal die Hoffenheimer. Und dann ist es mal wieder Rekik. Diesmal sieht er zur Abwechslung mal nicht gelb, sondern diesmal rot. Also, der fault und fault und fault, hat die meisten gelben Karten in der Liga. Diesmal sieht er rot wegen Notbremse und das ist für mich sehr berechtigt. Und somit gibt es hier, mussten die Berliner hier nur noch mit 10 Mann weiterspielen. 65. Spielminute, der darauffolgende Freistoß, Karim Demirbay. Der trifft die Latte, beinahe der Ausgleich für die Hoffenheimer. Da hatte Jahrstein verdammt Glück. Und dann kam die 69. Spielminute. Wieder die Gäste über den eingewechselten Eugen Polanski. Und dann war es Rune Jahrstein, der hier den Ball parieren konnte. Und hier somit das Ergebnis festhalten konnte. Und dann kam die 80. Spielminute. Nochmal die Berliner mit Kalou. Weiter Ball rausgespielt zu Mitchell Weiser. Und er versucht es nochmal, hier den Deckel draufzusetzen. Aber da fehlten Zentimeter Mitchell Weiser. Es war eine gute Idee von ihm. Aber irgendwie war das Glück nicht bei seiner Seite, auf seiner Seite. So, 90. Spielminute, dann ein Freistoß. Wir erinnern uns an Demirbays ersten Freistoß. Und dieser Freistoß sitzt diesmal aber wirklich. Was ein goldenes Ding von Karim Demirbay. Und das so kurz vor Schluss. Die Berliner haben schon alles auf Heimsieg eingestellt. Und hier macht Karim Demirbay kurz vor Schluss. Wir waren schon über der Nachspielzeit. Man hat es, glaube ich, an der Anzeige am Overlay oben schon gesehen, dass wir schon über der Nachspielzeit waren. Und Karim Demirbay trotzdem noch den Freistoß hatte und hier noch das Tor erzielte. Und somit ein bitterer Tag für die Berliner. Am Ende gab es nur einen Punkt für beide. Und der Mann des Tages war natürlich Karim Demirbay mit seinen goldenen Freistößen.